Oh mein Gott! Ja. Hallo Leute, hier ist Hazel. Wir müssen euch etwas erzählen, was wichtig ist. Dirk ist nicht mehr mein Freund. Er ist jetzt nämlich... Verlobter. Ist das nicht ein komisches Wort? Ja, übelst komisch. Da ihr das eh auf meinem Kanal erfahren werdet, haben wir gedacht. Wir müssen es sowieso irgendwie ein bisschen mitteilen, damit keine Fragen entstehen. Zuerst wollten wir ein Q&A machen, aber wir dachten so, wir haben gar keine Fragen, aber deine Freunde haben Fragen gestellt. Frage Nummer 1. Dürft ihr jetzt endlich offiziell zusammenwohnen? Dürfen wir? Immer noch nicht. Denn Dirk ist einen Schritt übersprungen. Nein, bin ich nicht. Deine Schwester hat gesagt, dass ich das nicht machen soll. Also eigentlich ist es im Vietnamesischen so, dass seine Eltern, meine Eltern und meine Hand fragen. Was ich dann zu sagen, ob ich ja oder nein sage, spielt eigentlich keine Rolle. Ja. Meine Schwester hat ihm empfohlen, ja, guck doch erstmal, ob sie ja sagt, sonst wäre es ja voll unangenehm. Ja. Also Dirk hat es noch vor sich, dass er mit seiner Mutter zu meinen Eltern gehen muss. Ja, Mann. Freust du dich darauf? Nee, Mann. Ist schon todesunangenehm. Ja. Ich habe das ja bei meiner Schwester miterlebt und nur als Zuschauer fand ich es schon todesunangenehm. Echt? Ja. Auch seine Eltern, und dann haben sie zusammen Tee getrunken und dann hat meine Schwester irgendwas gesagt mit, ich bedanke mich bei euch, dass ihr euren Sohn geboren habt und so ein Quatsch, hat sie gesagt. Und ich denke mir nur so, okay, vielleicht in einer Woche dürfen wir offiziell zusammen wohnen. Heiratet ihr vietnamesisch oder deutsch? Ich glaube, wir heiraten eher vietnamesisch, weil wir ja sehr viele Verwandte haben und wir machen eigentlich nur für unsere Verwandte die Hochzeit. Hm. Und unser Freundeskreis ist auch hauptsächlich vietnamesisch und chinesisch. Auf jeden Fall machen wir Verlobungsfeier vietnamesisch, da haben wir auch schon... Die Kleider? Das haben wir euch gar nicht gezeigt. Als wir in Vietnam waren, haben wir Verlobungskleider schneiden lassen. Obwohl ich sie noch nicht mal gefragt habe. Das war einfach nur, weil meine Mutter schon mal vorsorgen wollte. Ja, ich habe schon ganz viel Gold geschenkt bekommen. Ich habe sogar mal auf Instagram das Gold gezeigt und eine Umfrage gemacht. Denkt ihr, es ist für die Hochzeit? Ich glaube, über 50% haben gesagt nein. Die Asiaten kannten sich aus. Man sieht, dass es Hochzeitsschmuck wenn ist. Wenn es so das hässlich ist. Nicht schön. Ja. Wie machst du deinen Junggesellenabschied? Weiß ich noch nicht. Ich habe zwar witzige Pläne wie Hangover 1 und 2, aber so richtig konkret weiß ich es auch nicht. Ich weiß noch nicht mal, wen ich einlade. Ob es viele werden, ob es nur ein paar werden. Oder nur Weiler. Was denn? Weiler vertraue ich. Ja, man, Hazel hat Angst, dass alle anderen Freunde von mir Stripperinnen holen. Dürften die das nicht? Nein, das ist eklig. Das ist nicht eklig. Sexarbeit ist okay. Für mich die Vorstellung, dass eine andere Frau da ist, ist eklig. Bei mir meinst du? Ja. So. Du dürftest auch ich will aber keinen. Da ich auch keinen kriege, darfst du auch nicht. Nee. Ich kann ja schon sagen, was ich in meinen Junggesellenabschied mache. Also es gibt ja sowieso gerade den Trend, so ein Bachelorette-Weekend zu machen. Ist schon ein bisschen hardcore übertrieben. Aber ich finde, da ich auch schon ganz lange nicht mehr mit meinen Freundinnen verreist bin, oder generell eigentlich noch nie, ich war ja auch noch nie auf Abifahrt oder sowas. Und bis jetzt bin ich immer nur so mit einer Freundin zusammen irgendwo hin verreist. Und ich dachte, ich gehe vielleicht nach Italien und stampfe Wein. These feet are made for stomping. Das wollte ich schon immer machen und das ist so meine letzte Chance. Sonst muss ich immer mit meinen Kindern nach Italien. Die Leute, die auch Dirks Kanal abonniert haben, haben wahrscheinlich schon den Antrag gesehen. Und ich muss sagen, ich habe das nicht erwartet. Das hat er richtig gut geplant. Also ich hätte auch nie erwartet, dass du Freunde einlädst. Oder sogar Familie war da. Ja, voll witzig. Ihre Schwester war da, ihr Neffe war da und die war so überrascht. Ja, sogar deine Schwester war da. So voll random. Die so, oh mein Gott. Und was er eingehalten hat, ist, dass ein Fotograf da war. Ja, du wolltest unbedingt einen Fotografen. Nein, ich wollte es nicht. Früher gab es ja immer dieses Meme, Dear Future Husband, if you ever plan to propose to me, please hire a photographer. Ja, habe ich gemacht. Und dann noch Vince. Korrekter Typ. Wenn ihr das Antragsvideo gesehen habt, was ihr auch unbedingt ansehen solltet, ich habe das ein bisschen schon gespürt, als der dritte Song kam. Da kam dann irgendwann BTS Wasted on Me und dann konnte man oben sehen, welche Lieder kommen. Ja. Und dann kam halt irgendwann One Okay Rock Wherever You Are. das ist schon so ein sehr persönlicher Song. Und dann... hat auf einmal Sevan und er den Song angesungen und ich dachte mir so, Mann, Sevan klaut meinen Song. Beziehungsweise dachte ich mir dann, hä, nein, Sevan hat das doch schon mal gecovert, für ihn ist der Song ja auch cool. Aber irgendwann in der Mitte hat Sevan mir das Mikrofon gegeben und dann wusste ich es. Ich habe mich schon mental vorbereitet. Echt? Ja. Okay, Hazel.
Ich habe mich schon mental vorbereitet. Ja? Da ich ja das Antragsvideo noch nicht geschaut habe und Dirk meint, dass er dann noch sehr viel erzählt hat, habe ich jetzt eine Frage. Seit wann hast du den Ring? Wirst du sehen, wenn du das Video guckst. Sag es doch! Nein! Ich weiß, dass du es seit 2018 hast. Meine Schwester hat schon alles verraten. Ja, das habe ich schon seit 2018. Ich habe dann eine Studie gelesen, dass Männer den Verlobungsring im Durchschnitt 6 Monate so im Rucksack verstecken, bevor sie ja, im Rucksack wäre mir ein bisschen zu gefährlich gewesen. Aber ja. Wo hast du ihn versteckt? Bei meiner Mama. Ja, da hätte ich das ja niemals gefunden. Ja, ich bin ja auch smart. Fun Fact zum Ring, der ist irgendwie zu groß. Früher hat er hier noch gepasst, also damals, als wir vor einem Jahr oder so mal anprobiert haben. Ja, wir waren mal aus Spaß bei Tiffany's und da hat die gesagt, du hast eine Tiffany-Größe. Nimm mal am Finger zu. Man kann am Finger nicht zunehmen. Hat euch gefasst auf ganz viele Hochzeitsvideos, Joke. Ich wollte es schon ziemlich privat halten, ja. Aber dadurch, dass Dirk wahrscheinlich Daily Vlogs macht, wird ein bisschen da drin sein, aber nie wirklich zeigen, was auf der Hochzeit sein wird. Nur so, wenn wir Torten probieren gehen, dann können wir euch gerne mitnehmen, aber welche Torte es dann wird oder sowas, ist dann unsere Sache. Und ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. War das schwer für dich, den rauszusuchen? Nee, aber ich weiß jetzt ganz viel über Diamanten. Richtiger Diamanten-Experte. Genau, die Frau hat Dirk ganz viel Informationen gegeben zu Diamanten, so über Reinheit und alle Facts und das ist immer einzigartig ist, ein geschliffener Diamant. Und er musste, glaube ich, ungefähr 6 Monate zurückhalten, die Information, weil er wollte mir die ganze Zeit erzählen, weißt du, dass ein Diamant einzigartig ist? Und jetzt, wo der Antrag durch ist, habe ich so viele Details im Kopf von diesem einen Tag und dachte mir so, boah, da hätte ich es merken sollen. Meine Freundin hat mich mitten in der Woche gefragt, also am Dienstag, ich habe Lust auf Karaoke, wir müssen Karaoke gehen. Und ich dachte mir so, ja, ich bin Freelancer, ich kann jeden Tag Party machen, wann ich will. Vor allen Dingen, sie sagt mir auch so, frag mal Dirk noch bitte. Damit es so rüberkommt, als wäre es nicht Dirks Idee gewesen. Ja, hallo. Voll schlau. Auf jeden Fall waren ganz, ganz viele Freunde da. Auch so von denen, die ich nicht erwartet habe, dass sie am Dienstagabend einfach so Zeit haben. Aber du hast gesagt, als du das Ding geschrieben hast in der WhatsApp-Gruppe, hat niemand gesagt, ich habe keine Zeit. Ja, jeder direkt, oh mein Gott, ja. Aber so, die meinten auch voll random. Ich habe einfach eine Gruppe aufgemacht und habe gesagt, jo Leute, habt ihr morgen Zeit? Vielleicht Karaoke oder so? Ach ja, ich mache hier einen Antrag. Und die sagen so, oh mein Gott. Und ich will diesen Chat lesen. Alles einen Tag davor geplant. Ich habe es in meinem Kopf schon länger geplant. Übrigens, Tom wusste das auch schon richtig lange. Mann! Ich fühle mich voll ein bisschen so verarscht, weil erstens alle wussten das und dann finde ich immer im Nachhinein heraus, dass viele es schon voll lange wussten. Zum Beispiel meine Schwester, meine Mutter, mein Bruder, Weiland. Kevin. Wusste ich doch! Ich mag das nicht, wenn Leute etwas wissen, was ich nicht weiß. Ist wie hintergangen zu werden. Ist richtig. Deswegen ist es ja auch eigentlich ganz schön gewesen. Das war sehr, sehr unerwartet. Ich dachte, das kommt nie. Hey, sie hat das Video von vorgestern noch gar nicht gesehen, auch von gestern, je nachdem, wann ich es hochlade. Deswegen wird sie sich jetzt alleine das Video angucken. Ich habe sehr lange darauf gewartet. Endlich! Ich finde, es wird langsam Zeit, dich zu fragen. Jetzt für meine Frau. Ja. Ihr wisst, ich bin kein Mann der großen Worte und ich rede eigentlich nur Schwachsinn. Und deswegen wird es in diesem Video auch nicht um mich gehen, sondern um diese Frau. Die mich am 12. Mai 2012 in einem Club angesprochen hat und gefragt hat, ob wir uns kennen. Insgesamt kenne ich Hazel schon 6 Jahre und 10 Monate. Zusammen bin ich mit ihr 6 Jahre und 4 Monate. Wir waren in so vielen Ländern, haben so viele Abenteuer erlebt und ich kann mir tatsächlich keine Person mehr vorstellen, mit der ich sowas erleben könnte. Deswegen werde ich heute Hazel fragen, ob sie mich heiratet. Puh, wie machen Leute das? Zuerst will ich den Ring haben. Den habe ich vor einer Weile gekauft, aber den habe ich bei meinen Eltern, damit Hazel eben. Jetzt erfahre ich endlich, wie lange er den Ring schon hat. Hoffentlich. Es ist einfach so lustig, wie ich keine Ahnung davon hatte. Ich habe ein ganz normales Leben geführt. Arbeiten, Schule und währenddessen hat er sowas geplant. Ich bin jetzt bei meiner Familie. Muss jetzt noch den Ring finden. Wo habe ich ihn nochmal hingelegt? Mann, da lag der. Oh mein Gott.
Schaut mal, all die kleinen Erinnerungen, die hier noch hängen. Ich glaube, ich habe noch so eine Erinnerungsbox hier irgendwo. Erinnerungsbox hat er von mir geklaut, die Idee. Ich hatte das zuerst. Das ist, glaube ich, eines unserer ersten. Ich muss noch ein bisschen üben, weil wir singen ja Karaoke und der Song, den ich singen will, ist Wherever You Are. Nach dem Antrag habe ich ihn gefragt, ob er den Song geübt hat, weil da ist ja viel Japanisch drin und mir ist aufgefallen, dass er sehr viel richtig gesungen hat. Und er hat gesagt, nein, ich habe das nicht geübt. Voll der Lügner. Und einfach Hazelabend, glaube ich, gar nichts. Er hat einfach so recht. Ich habe gar nichts geahnt. Und ich habe auch nichts von seiner Nervosität gespürt. Yeah. Soll doch so voll romantisch sein, aber du bist gar nicht so. Du bist bestimmt so, Dicker, willst du mich heiraten? Hallo. Hi. Für dich. Das hast du für dein Video gebraucht, oder? Surprise. Heute ist doch irgendein Monatiger. Genau. Gehen wir heute Karaoke mit denen. Gehen wir heute noch Karaoke? Ja. Ich will meine Freundin fragen zum Heiraten. Ach so. Ja, deswegen. Ah. Dann haben wir doch mal den Plan ausgearbeitet. Wir sind alle schon da. Ich und er sind auf jeden Fall da. Ja genau, wir sitzen dann auch schon zusammen und ich glaube es nicht merkt, so wie das Hazel die alle kennt, oder? Erzähl weiter. Ich habe mich übelst gewundert, warum Kevin und Weilam an einem Dienstag da sind. Weil Weilam beschwert sich immer, dass er arbeiten muss in der Woche. Und Kevin hat nie Zeit in der Woche, weil er studiert. Oh mein Gott, ja. Hazel wird währenddessen von unseren Freunden gefahren, aber sie weiß halt gar nichts. Sie weiß halt wirklich nichts und das ist wirklich cool, gell? Ja, ich muss noch Heliumgasflasche kaufen. Ich musste mir noch eine Heliumgasflasche kaufen für meinen Geburtstag. Langsam aber sicher kamen dann alle Freunde und ich habe denen dann den Plan erzählt. Ihre Schwester ist auch da und ihr Neffe. Sag hallo, Jonas. Sag hallo, Jonas. Hallo. Ja, okay. 1, 2, 3, Leute. Der Plan ist jetzt übrigens so, die verstecken sich alle hier. Wenn ich dann die Frage... Oha, die haben sich dort versteckt. Ich habe die ganze Zeit das Koreanisch gelesen, also die Gerichte. Und währenddessen haben sie sich dort versteckt. Ja. Dann werden die alle überraschenderweise herkommen. Oh Scheiße, ich bin so aufgeregt. Okay Leute, die sind losgefahren. Oh, und dann kam Hazel in die Bar. Ich wusste einfach gar nichts. Ich dachte so, yay, heute Party in der Woche. Und dann kam mein Song für sie. Er sagt, kannst du kurz? Ich muss telefonieren. Geht aber in die Richtung, wo gar keine Tür ist, um zu telefonieren. Ich es schon. Oh mein Gott! Jetzt so eine Frau mehr. Falsche Hand. Übrigens ja gesagt, aber nicht ins Mikrofon. Muss ja keiner hören. Ja, oh mein Gott! Mein Jonas ist da. Ich drehe mich um, auf einmal ist da keiner. Danke, dass ihr alle da wart. Ja. Auf den Hazel! Eine Freundin hat gefragt, ab wann wusstest du, dass Hazel die Frau ist, die du heiraten möchtest? Nach langem Nachdenken, muss ich sagen, bin ich mir einfach nicht sicher. Aber ich weiß, dass es einfach nie sich falsch angefühlt hat, mit Hazel zusammen zu sein, Hazel zu lieben. Die Verlobung soll jetzt natürlich auch nichts dran ändern. Es soll einfach nur eine kleine Symbolik sein. Und falls ihr jemanden mal findet, mit dem ihr euch vorstellen könnt, für immer zusammen zu sein, dann lasst sie nicht gehen.
bin fertig. War schön? Ja, aber ich habe nicht geweint. Oh, schade. Lange. Hast du den Ring gehabt? Ja, du hast quasi gehabt. Ich hab gelacht. Lass mich in Ruhe jetzt. Wie lange? Achso, hab ich gerade vergessen rauszuschneiden. Ja, wir waren Black Friday bei Tiffany. Genau, no, 2 Tage danach. Oh Mann, Junge. Was ist mit dir falsch? Dein Scheißer hat recht. Hättest du einfach nur sagen sollen. Digga, wie zuschalten. Das hätte dir besser gepasst. Echt? Ja. Das war's. Wann heiraten wir? Das sagen wir auch nicht. Ja. Seid gespannt. Oder seid nicht gespannt. Vielleicht wissen, werden die es gar nicht wissen. Vielleicht spätestens, wenn wir Kinder haben. Dann wisst ihr. Wir haben geheiratet. Okay, Leute.